Auch die Hauptsendung hat weder Kosten noch Mühen gescheut. Ihr wollt frisches Fachpersonal? Ihr bekommt es. Ich habe meiner Mutter versprochen, artig zu bleiben, aber ich schließe nichts aus. Kleiner Schlingel. Mein Sinn des Lebens ist wirklich, das zu tun, was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Aha. Von einer Skala von 1 bis 10 bin ich auf jeden Fall eine 10. So, so. Überraschung. Hi. Hi, Jess. Hi, Isabel. Freut mich. Hi, Katharina. Hi. Der Abend gehört den Granaten und die verursachen akute Schnappatmung. Sie ist, glaube ich, schockverliebt gerade. Nein. Das ist schon was. Ich habe mich schon auch gefreut, dass du gekommen bist, muss ich sagen. Bin ich so dein Typ oder, ja, oder nicht? Doch, ja. Und der Neue fackelt auch nicht lange. Zack, Körperkontakt. Ich muss sagen, ich finde dich schon sehr, sehr attraktiv. Boah, ich hoffe mir schon, dass es irgendwie so richtig funken würde. Funken? Es gibt ein Feuerwerk, Leute. Der Neue macht seinen Job sehr gut. Zur Feier deines Einstands darfst du den Whirlpool mit allen Islanderinnen eröffnen. Also mit 4 Frauen ist schon was anderes, ne? Klar, das ist Schwerstarbeit. Dabei wollen im Vorstellungsgespräch alle immer was mit Menschen machen. Beim Date war sie der felsenfesten Überzeugung, ja, das ist alles cool, ne? Heute kommt eine neue Granate rein, auf einmal wieder so. Nee. Guten Morgen, Malle! Morgen! Geil! Heute ist nämlich mal richtig Schwung in der Bude. Also größtenteils. Ich sagte, ich liebe diese Show, Bruder. Ich meine das auch ernst. Ich meine das jetzt nicht so. Digga, guck dir mal was hier. Hörst du diese Geräusche? Guck mal, was, wie geil ist das hier? Mhm. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wer so wann wir uns paaren. Ja, wann wir uns paaren können. Wie können wir uns endlich paaren? Weiß ich auch nicht. Unsere Spieleredakteure leisten dann Nachhilfe. Bei euch herrscht derzeit Lonely Island. Das ist vorbei. Schluss, aus und vorbei. Jetzt wird geflirtet. Ganz subtil. Komisch gerade, oder? Sogar Babyöl ist am Start. Ich finde es auch mal ganz cool, wenn die Frau so auch mal was in die Hand nimmt. Also auch, weißt du? Ich kann nicht mehr. Oh, made my day. Geiler Scheiß. Habe ich tatsächlich auch zu Hause. Kenne ich. Pure Leidenschaft. Und dann Rambazamba. Nur die Islander, die sich gleichermaßen füreinander entschieden haben, bilden ab sofort ein Couple. Alle anderen werden entkuppelt und verbleiben als Singles in der Villa. Jetzt geht's los. Mit einer denkwürdigen Folge. Die Zuschauer haben entschieden. Adios Mallorca, hallo Deutschland. Kahn, du hast leider die wenigsten Stimmen erhalten. Und muss sofort die Villa verlassen. Glaubt mir, das gibt Tränen. Doch auf Gewitter folgt Sonnenschein. Liebe liegt in der schwitzigen Luft. Objekt der Begierde? Dennis. Wirklich wie ein Stalker? Nö, kein bisschen. Dass ich da die ganze Zeit hinstarre? Was cringe beginnt, beschert uns endlich wahre Gefühle. Hast du eigentlich jetzt irgendeinen Typen, wo du sagst, okay, den willst du kennenlernen? Ja, dich. Freut mich. Ah, wie schön ist das denn? Liebe! Es ist schön, wenn ich mit ihm rede, wir uns näher kommen, so Berührungen. Und tiefe Blicke. Ja, vielleicht kann sich da was entwickeln, mal gucken. Ich lasse mich einfach drauf ein, egal. Ich mach's einfach. Ich gehe das Risiko ein. Die Zuschauer haben in der Love Island App abgestimmt. Was sie wirklich über euch denken, erfahrt ihr im großen Love Island Quiz. Ein Quiz, das höchst unangenehme Fragen aufwirft. Lang aufgestaute Gefühle brechen sich Bahn. Wollt ihr mich komplett verarschen jetzt oder was? Nee, ich hab keinen Bock mehr. Nee, Lena, bleib. Nee, ohne Witz. Lena. Nee, ich hab keinen Bock, dann geh ich nach Hause, ehrlich. Ey.
Ich hatte von Anfang an einfach das Gefühl, hier stimmt irgendwie was nicht. Ich merke, dass, ja, dass Menschen halt nicht real sind. Ich werde die Villa heute verlassen. Nein, auf keinen Fall, nein, nein. Du wirst hier sitzen und da wird eine kommen. Und da bist du nicht irgendwie die zweite Wahl oder keine Ahnung, sondern da passt alles. Und jetzt? Ich fühle mich irgendwie erleichtert. Also bleibst du? Gut. Lena geht, Dominik bleibt. Leute, das ist eine der krassesten Love Island Tage ever. Sorry. Für diese Show muss man sich doch nicht entschuldigen. Wie ist es eigentlich jetzt so für euch so hier ohne... Wie lange schon? 6 Monate. Hast du dir keinen mehr gehobelt? Krass. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Soll das nicht gesund sein eigentlich? Versuch mal nicht zu... Mach ich. Ja? Ja. Mach, natürlich, mach ich nicht. Glaube ich sofort. Und dann Junggesellenabschied. Ich kann das, aber ich nachher muss ich Lust immer so rülpsen. Ja, aber ich mache einfach richtig krass viele Schlücke. Der Ballermann ist verwaist, aber Love Island liefert. Das ist unsere neue Granate. Das war Liebe auf den ersten Blick, oder? Beste Übung für Bauch ist lieben und die Natur genießen. Ach, eher Dennis genießen. Love Island. Schön. Also, dass wir beide so vorsichtig sind. Also, wenn Isabel in meiner Nähe ist und mich umarmt, dann spüre ich irgendwie eine Sicherheit und ein Gefühl der Wertschätzung. Und das ist wunderschön. Oh Mann, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Dürft ihr heute Nacht die Private Suite eröffnen? Und Zugabe. Steht da drauf. Neue Granate. Kendra und Kinan. Das knallt, Freunde. Mädels, kommt ihr bitte mal runter? Sorry, Jungs, Ladies first erstmal. Hi. Hi, ich bin Kina. Um Himmels Willen. Gleich 2 neue Islander mischen die Villa auf. Ich hab Kaffee gebracht. Ihr seht alle so gut aus. Das ist aber kein Grund, mich so anzubrüllen. Keine Koppes. Ja. Kann ich mir einen auswählen hier? Gut, einen. Bist du so ein Kuscheltyp oder gar nicht so? Ich bin schon ein Kuscheltyp. Ja. Du? Übelst. 2. Ich mach dir jetzt hier mal was zu trinken. Mir? Ja, safe. Nein. Dein Ernst? 3? Also Körperkontakt ist wichtig. Ja, das merkt man gar nicht. Das schmeckt nicht allen. Verstimmung. Ja, genau. Aber egal. Boah, Kopfschmerzen. Ja? Ja, dann muss man es lassen. Also wenn dir das jetzt Kopfschmerzen bereitet, dann ist es kein gutes Zeichen. Dann lieber, weißt du, dann passt es einfach nicht. Hm? Ein neuer Trend? Wenn man drüber nachdenkt, sollte man vielleicht jetzt einen Moment an einem anderen Punkt stehen. Oder schon weiter sein. Du willst andere kennenlernen, dann go for it, weißt du, aber dann will ich meine Zeit und aber auch nicht verschwenden, dass ich dir hinterher renne. Ei gut. Nicht gut. Ihr sollt euch doch verlieben. Hier zu wenig, da zu viel. Das war mir schon ein bisschen too much alles am Anfang. Das hat sie dann bei dir gemacht, jetzt hat es bei Dennis gemacht, bei mir hat sie es gemacht. Ja. Ja. Deswegen, ich habe mich noch gefragt, warum habt ihr so gelacht? Habt ihr es dann gerade angesprochen? Wir haben das da gesehen, ja, und da haben wir es gesehen. Dann habe ich gesagt, guck mal, Donny, komm. Guck mal, so, die macht das da und dann haben wir es einfach nur nicht. Dann fanden wir es einfach nur so ein bisschen lächerlich. Wenn du so bist, dann ist es so. Ei, ei, ei.